Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Endlich Wochenende, Freitag ab 1 macht jeder seins und wir basteln heute Bilder. Also die Bilder basteln wir nicht, die habe ich schon. Und ihr seid heute auch insgesamt ein bisschen weiter weg von meinem Arbeitstisch, weil ich sonst dieses Gerät so gar nicht ins Bild bekommen hätte. Das ist nämlich ein Reifen. War als Hula-Hoop-Reifen ausgeschrieben, aber ich glaube, es ist einfach nur ein Deko-Reifen. Der hat, glaube ich, eine 60er, 70er, 80er Breite. Ich glaube, eine 60er. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgemessen. Bezugsquelle in der Infobox. Und aus dem möchte ich jetzt einen Bilderrahmen machen. Diese Bilder sollen da alle rein. Und wie kriege ich die da rein? Da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht und bin auf eine Lösung gekommen. Traumfänger. Ja, wir alle kennen Traumfänger. Also das sind hier übrigens noch Bilder von unserer Kreuzfahrt im letzten Jahr, von unserer Alaska-Kreuzfahrt, die ich ja so langsam aufarbeite. Und ich brauche so im Moment ein paar Dekorationselemente, die ich dann nach meinem Urlaub im Schaufenster dekoriere. Und das wird eines davon. Wenn ihr eine große freistehende Wand habt im Treppenhaus oder auch im Wohnzimmer, Schlafzimmer, sonst irgendwo, dann ist das vielleicht auch ein schönes Projekt für euch. Vor allen Dingen, weil man die Bilder, die da drin sind, jedes Mal austauschen kann. Ich habe mir hier ein Stück Paketband genommen und ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Traumfänger gebastelt hat. Das Prinzip ist eigentlich gar nicht so schwierig. Es dauert nur ein bisschen. Ich werde mal hier die Schnur ein bisschen länger lassen, weil das vielleicht meine Aufhängung wird. Abschneiden kann man ja immer noch. Dran tüdeln ist ein bisschen schwierig. So. Ich starte mit einem Doppelknoten um den Reifen rum. Und das, was ich jetzt mache, ist, dass ich einfach nur Schlingen lege. Moment, ich muss nochmal den Anfang finden. Indem ich einfach das hier so rumwickel und dann durch diese Schlinge, die sich hier gebildet hat, reingehe. Und dann gucke, wie weit ich hier den Abstand auf dem Rahmen bilde, auf diesem Reifen. Und das wiederhole ich. Wie habe ich es denn jetzt gemacht? Ich bin von hinten nach vorne durchgegangen. Das wiederhole ich jetzt einmal reihum. Ihr seht, das macht sich richtig fest. Und zur nächsten Runde melde ich mich noch mal kurz. Dann haken wir nämlich hier ein und arbeiten uns da reihum immer durch. Und ich muss mal gucken, ob ich jetzt den Zeitraffer laufen lasse oder ob ich mich dann einfach noch mal so melde. Wir fangen, glaube ich, mal mit dem Zeitraffer an, damit ihr so einen Eindruck davon bekommt, wie wir uns hier durcharbeiten. Gucken, dass die Abstände immer relativ gleichmäßig sind. Ich mache das frei Schnauze. Das wird man dann nachher sehen, je weiter wir uns reinarbeiten, dass sich das Netz, was wir hier bilden, ein bisschen ungleichmäßig bildet. Aber wie gesagt, das ist ja alles hier handgemacht, ne? Auch schön straff ziehen immer, dass es nicht zu wabbelig wird. Und dann arbeiten wir uns da einmal drumherum. Ich habe mich jetzt hier einmal durchgearbeitet und das, was ich jetzt mache, ist, dass ich für meine Schlaufen nicht den Rahmen verwende, sondern diese Schlaufe hier. Einmal durch. Upsa. Jetzt ist mein Band hier, das tüttelt sich nun leider Gottes auch immer auf. Moment. Aber ich möchte so wenig wie möglich knoten. Dadurch ist das ein bisschen störrisch. So, und jetzt gehe ich quasi hier immer in diese Schlaufen rein. Ups, das ist hier am Anfang etwas schwierig, weil mein Knäuel auch noch so kräftig ist. So. Und so arbeite ich mich jetzt hier einmal komplett durch diesen Reifen durch. Und wie gesagt, ich glaube, ich mache eher einen Schnitt, als dass ich hier permanent den Zeitraffer laufen lasse. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Juhu, ich liege in den letzten Zügen. Mich hat mein Band fast zu Weißglut gebracht. Ich bin, glaube ich, jetzt, wenn ich mal auf die Uhr gucke, locker seit 15 Minuten hier unterwegs.
Aber mein Band tüdelt sich immer so komisch. Das dreht sich immer so komisch auf und wird dann widerspenstig. Also ich bin jetzt schon hier im Inner Circle angekommen. Ich arbeite mich jetzt immer weiter rein. Und ja, ich denke, ich bin da jetzt auch gleich mit fertig. Ist eine schweißtreibende Angelegenheit bei den sommerlichen Temperaturen. Hier wird es jetzt gerade sehr eng, das heißt, ich werde vielleicht hier auch mal die ein oder andere Lasche überspringen. Das wird ja dann nachher ohnehin durch die Bilder überdeckt. Ja, ich mache jetzt hier gerade noch jede zweite. Puh. Warming. So, irgendwie bringen wir das hier noch zu einem glorreichen Ende. So, ich denke, das wird die letzte Lasche hier sein. Ja, so, das vertüter ich jetzt gleich hier in der Mitte noch. Das Zentrum durch ein paar Knoten. Das dürfte reichen, da tüdelt sich nichts auf. So, der Traumfänger ist fertig, sieht sogar ganz gut aus. Hier oben habe ich meine Aufhängung, die bleibt auch da oben. Und jetzt kommen die Bilder und jetzt geht es im Prinzip nur noch ganz einfach weiter. Jetzt habe ich meine Bilder und die werde ich mit einfach solchen Holzklammerchen daran befestigen. Einfach so ein bisschen ausdekorieren. Die kann ich nämlich jetzt daran wirklich echt schön. Das ist auch eine schöne Idee, jetzt nicht nur für Urlaubsbilder, sondern auch, wir alle machen ja irgendwelche wilden Selfies oder haben kleine Fotos auf dem Handy, die einfach mal auszudrücken, dann damit ab ins in den Flur. Jetzt habe ich das Schiff auf beiden Seiten. Das ist übrigens, glaube ich, nicht unser Schiff gewesen, sondern das Schiff, mit dem wir da, sind ja immer mehrere Kreuzfahrtschiffe auf den Routen unterwegs. Ich glaube, das hat mein Mann von unserem Schiff aus aufgenommen. Das müsste Genoa gewesen sein, die Abfahrt aus Genoa abends. So, hier haben wir die Bergbahn von Skagway, von der Goldgräberstadt. Das war auch toll. Durfte man nicht unbedingt Höhenangst haben. Hier haben wir Victoria. Was man jetzt auch machen könnte, ist die einzelnen Bilder noch beschriften. Hier haben wir den Mendenhall-Gletscher. Das mache ich jetzt einfach nur mal ganz wild, dass ich die da drauf aufbringe. Hier haben wir einen Wal. Das war in Victoria. Wall-Watching. Hier haben wir noch ein Bild von mir. Da waren wir gerade aufs Schiff gegangen den Tag. Mendenhall-Gletscher, da waren wir danach zu einem Lachs-Barbecue. Sehr lecker. Das ist Skagway, bin ich der Meinung. Ja, das müsste Skagway sein. Mendenhall-Gletscher. Das war vor Victoria bei der Wall-Watching-Tour. Und ich glaube, dann habe ich nachher schon fast genug Bilder. Und so kann man sich den ganzen Rahmen gestalten. Man kann natürlich auch so ein paar Deko-Elemente mit dazu nehmen. Ich habe hier zum Beispiel so ein Fotoapparat. Das ist ein Stempelset. Ich hole es mal eben. Capture the Good. Da habe ich mir quasi den Fotoapparat, das Smile und auch dieses Herz da vorne ausgestanzt und gestempelt und ausgeschnitten und den Kreis ausgestanzt. Das kann man dazwischen klemmen, damit auch jeder sieht, dass es eine Fotowand ist. Und was ich noch habe, ist, dass ich hier mal unsere wichtigsten Punkte von der Tour aufgeschrieben habe, von dieser Kreuzfahrt, wann wir wo waren, welche Ausflüge wir gemacht haben. Und das kann man einfach auch so dazwischen heften. Und dann hat man eine schöne Urlaubserinnerung oder eben wie gesagt Bilder von Freunden, die man dann auf dem Flur hängt
vom Alltag, vom Eis, was man gerne gegessen hat, ein leckeres Essen. Hier ist übrigens diese Bergbahn. Die fährt hier so die Kurve. Wir haben nämlich ganz hinten gesessen und da konnte man raustreten. Musste aufpassen, dass man nicht runterfällt, ne? Klar, logisch. Aber das war schon eine beeindruckende Tour. So, fertig. Das sind jede Menge Bilder. Und statt eines Mini-Albums habe ich es heute einfach mal in so einen Fotorahmen gemacht. Als Eyecatcher vielleicht eine ganz nette Idee. Und das werde ich jetzt dann nachher so auch in mein Schaufenster mit dekorieren. Endlich Wochenende. Ah ja, wir sind ja im Urlaub. Also wie gesagt, das war jetzt eine etwas schweißtreibende Angelegenheit. Aber vielleicht ist das ja auch eine Inspiration für euch, wenn ihr eine große Wand habt, sowas mal nachzubasteln. Wenn es frei hängt, kann man natürlich die Rückseite auch noch weiter dekorieren, ne? Und ist vielleicht auch nett für eine Hochzeit, ne? Wenn man jetzt so statt des Gästebuchs direkt mit einem Fotodrucker da auf der Hochzeit und dann das Ding füllen über die Veranstaltung hinweg. Und am Ende hat das Brautpaar von jedem Gast ein Foto. Ja, was ihr draus macht, von mir kommt nur die Idee. Damit verabschiede ich mich ins Wochenende. Bleibt gesund, bleibt kreativ und ich sage Tschüss aus Hamburg. Tschüss.